Und einen wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Und willkommen, HD, bei mir mit im Stream. Hi! Hi, schön wieder hier zu sein. Ja, schön wieder dich zu sehen. Na, mein Lieber, was erleben wir denn heute hier Spannendes? Also, wir erleben ein Isle of the Dragon, generell eine sehr beliebte Karte hier in der CCLP-Liga. Und wir haben hier rechts einen Infanteriegeneral in Rot. Und wir haben links in Grün einen normalen IBG, GLA, GBA, nennt ihn, wie ihr möchtet. Richtig, Mentoron mit dem Cyborg-General unterwegs und der Maxius mit dem GBA. Oder für die zensierten Leute, die IBG. Darf man das so sagen? Ja, ich glaube, man darf so sagen. Die zensierten Leute, das klingt irgendwie so... Ja, man kriegt ja heute bei jedem einen auf den Sack, egal was man sagt. Also, ja. Daher sind wir ja immer sehr vorsichtig, ne, meine Lieben? So, ihr habt's gehört. Der Maximus gegen den Mentoron hier auf der Isle of the Dragon Map. Und wisst ihr, worauf ich stehe? Auf Musik. Deswegen haben wir sie auch gleich hier wieder angemacht. Oh ja, weißt du, worauf ich stehe? Auf Ligatabellen. Hast du denn schon eine Ligatabelle vor dir? Ja, die können wir uns nämlich auch nochmal anschauen. Wait a minute, lasst mich die nochmal eben ganz kurz einspielen. Ja, ja, ich quatsch hier so lange. Wir sehen hier auf jeden Fall ein perfektes Supply Placement unten rechts von dem Mentoron. Keine Ahnung, ob ihr das jetzt gerade sehen könnt, weil die Ligatabelle gerade vorgeholt wird. Das macht der Mentoron hier sehr schön. Der hat die Tutorials auf YouTube geguckt von dem CNCHD. Wie platziert man perfekt eine Supply? Und der liebe Maximus ist hier auch fleißig mit 6 Arbeitern am Sammeln, bei seinem Nachschublager auch eine super Menge an Arbeitern. Ja, jetzt sehen wir auch die Tabelle hier und wie ihr seht, Mentoron aktuell auf Platz 5 mit 13 Spielen, 4 Siegen, 0 Unentschieden, 9 Niederlagen, 21 Zählern, aber immer noch den Sprung nach oben hin, sehr eng platziert von den Punkten. Und wenn man sich Maximus anschaut, aktuell weniger Spiele, nur 10 Spiele, 3 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen mit 17 Punkten, durchaus in Schlagreichweite, um die Bass und die Keep Rolling einzuholen. Und ja, der Mentoron in Schlagreichweite zu dem Dr. Glitch auf dem zweiten Platz sogar. Aber aufgrund des besseren Verhältnisses würde Dr. Glitch den zweiten Platz weiterhin innehalten. Ich finde Dr. Glitch übrigens ein richtig geiler Name. Ja, der spielt im Übrigen heute auch noch. Ich möchte gerne ein Spiel sehen. Das ist mein großes Wunschprojekt für diese Liga. Wobei ich glaube, es wird nie passieren. Ich möchte gerne Prof gegen Dr. Glitch sehen. Prof gegen Dr. Glitch. Oh, da müsste man sie erstmal überhaupt mit einem Spiel kombinieren, weil sie spielen ja völlig verschiedene Spiele. Ach, vielleicht spielt ja Dr. Glitch auch AR. Das wäre mal interessant zu wissen, ne? Ob sich die Zero Hour auch AR zutrauen würden und umgekehrt. Einige tun es ja. Also ich mache ja heute viele Versprechungen, so wie wir auch schon heute eine große Versprechung in dem Anfang vom Stream gehört haben. Das war wirklich sehr, sehr episch für alle, die es verpasst haben. Werde ich jetzt hier eine weitere Versprechung offenlegen. Wenn wir Prof und Dr. Glitch in ein AR-Spiel kriegen, werde ich es live kommentieren. So, da habt ihr es. Weil Versprechen ist raus. Da bin ich gespannt, ob das klappt. Wir achten jetzt aber mal aufs Spielfeld und sehen gerade Maximus. Der hat ein gutes Forwarding oben. Mit den Rocks ist schon über die Brücke direkt durch. Hat sich auch hier direkt ans Nachschublager rangewagt. In der Mitte sehen wir, dass der Mentoron und der Maximus wirklich nebeneinander stehen. Aktuell hat aber der Mentoron hier keinen weiteren Baufortschritt. Ja, ich glaube, da musste jemand büßen. Kann das sein, dass er Cyborg gelitten hat? Habe ich jetzt nicht so drauf geachtet. Ich war gerade auf so einen Arbeiter fokussiert, der sich in die Mainbase vom Mentoron verirrt hat. Da war auf einmal so ein Arbeiter bei der Kommandozentrale vom Mentoron. Nee, echt jetzt? Habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja, und ich habe gerade überlegt, so nach den neuen Regeln, die wir in der nächsten Season haben, wäre das jetzt eine gelbe Karte geworden. Das wird sogar so interessant. Wir sind ja jetzt am Planen. Heute werde ich nochmal eine Map-Besprechung heute Mitternacht haben. Mal sehen. Da werden wir für die Maps, für die Toon 2 und auch für die Season 2 noch einiges noch besprechen. Denn wir sind gerade dabei, halt weniger Maps zu konzipieren. Leider muss ich sagen, dass einer unserer tollen Map-Ersteller heute sich verabschiedet hat und nicht mehr bei uns ist. Und derjenige, der hat, oder Cap Z hat unwahrscheinlich tolle Maps generiert und erstellt. Und wollten uns eigentlich zusammensetzen und leider hat uns heute verlassen. Daher haben wir mit den Maps jetzt so leichte Probleme.
Aber ich bin gespannt, was sich da noch in Zukunft ergibt. Auch einige andere noch in die Startlöchern stehen hier, um uns zu helfen. Mal sehen, ob wir noch rechtzeitig zu Season 2 alles nachliefern können mit den Maps. Ist auf jeden Fall ein herber Verlust. Also der hat mir wirklich sehr am Herzen gelegen mit seinen Maps und auch generell als Person. Ja, total. Ich habe leider zu Cap Z nicht oft zueinander finden können, weil halt das Gesamtprojekt unwahrscheinlich viele Baustellen für mich bietet, wo ich selten mal die Gelegenheit habe, mich mit einzelnen Personen zusammenzusetzen. Und mit Cap Z wollte ich das eigentlich heute tun und mit den No Mercy. Das hat aber leider nicht geklappt. Jetzt hat es nur noch No Mercy da. Und der Cap Z leider heute nicht da. Schade. Wirklich sehr, ja, sehr schade. Ja, das ist aber gut. Man kann es jetzt nicht ändern. Was wir aber vielleicht ändern können, ist die Atmosphäre. Wir gehen mal ein bisschen glücklicher jetzt hier ins Spiel rein. Das war nämlich gerade sehr erdrückend von den Emotionen. Trauriger Moment. Wir sehen hier einen Push von Maximus in Richtung Mitte. Die 5 Minuten Cooldown sind übrigens um und er geht direkt auf die Ölraffinerie. Sorgt hier für ein bisschen Umweltverschmutzung. Hoffentlich sieht das Greenpeace nicht. Ja, aber er geht nicht zur Attacke rüber. Er bleibt jetzt da und wartet noch, obwohl Cooldown ja schon mittlerweile vorbei ist. Also die dürften sich jetzt gegenseitig angreifen, aber noch geht er nicht. Jetzt agiert er. Jetzt kommt die Attacke. Und der Mentaron platziert sich unten mit Infernalgeschützen und schwarzem Napalm. Und der Drachenpanzer will Der Drachenpanzer geht baden. Ich glaub's nicht. Ja. Aber der geht wieder hoch. Wie geil ist das denn? Als ob nichts gewesen wäre. Och, da hat ja keiner gesehen. Das habe ich auch noch so nicht gesehen. Das war ja geil. Ja, Amphibienfahrzeuge. Ja, gibt's jetzt neu im Cutter. Bob-Mob-Mod. Wir haben eine Mod extra zusammen. Moin, Peter Schlemmer, schön, dich zu sehen. Und auch alle anderen im Stream. Hi, ich hoffe, es geht euch allen gut. Der HG und ich hier wieder am Double-Pack heute hier. Ja, schön. Genau, aus dem. Die Defi sagt schon, aus dem Drachenboot ist jetzt. Aus dem Drachenpanzer ist jetzt ein Drachenboot geworden. Oh, geil. Den Spruch feier ich. Da ist das ein geiler Spruch. Siehst du diesen Minigunner unten an der Brücke links? Oh, was macht der da? Blackboard unten. Der Minigunner ist zum Sprung an. Blackboard unten und mal eben direkt das Türmchen eingenommen. Ach da, ach wie dreist. Neben den Arbeitern. Ja, und Chris sagt auch schon, das war Dr. Glitch. Ja, muha. Ja. geil, feier ich gerade auch wieder. Geil, ey. Geile Stimmung heute im Streamchat, definitiv. Oh, hier, hau rein. Der Mentoron, der lässt nichts anbrennen. Definitiv nicht. Ja, meine Lieben. Mir geht's gut, ich muss sagen, ich bin aber ziemlich emotional heute in den Stream gestartet, weil wir einen Heiratsantrag hier hatten. Und ich werde euch gleich noch mal einspielen, aber wir kommen jetzt erstmal aufs Match zurück. Ja, der Mentoron hier auf jeden Fall gut am Vormarsch da unten, aber da kommt eine riesige Armada von Maximus. Alter Schwede. Ja. Das ist eine Kampfansage, die da runterrollt. Da kommt ganz schön was nach, muss er allerdings auch. Oh, da ist sogar Dozer mit bei hier beim Mentoron. Mal sehen, ob er da was vorhat. Oh, wer kennt ihn nicht, den aggressiven Dozer-Bild? Ja. Der hat vorne auch schon die Schippe, um die Leute von der Schippe zu weisen. Ja, der nimmt sie auf die Schippe, aber im wahrsten Sinne des Wortes jetzt. Da fliegen die Infernalgeschütze hoch. Lass uns bitte nicht mit Flachwitzen anfangen. Nee. Das endet nicht gut heute. Ja, die Schippe ist echt flach. Lass uns damit aufhören. So. Ja, die Infernalgeschütze sind zu wenig. Die können keinen Flammensturm kreieren. Oh, nee, der Drachenpanzer jetzt. Nee, aber der Drachenpanzer tut wieder weh. Bester Beweis, der Drachenpanzer bringt's. Ja. Auch ein Blizzard, danke für den Follow. Ja, und wortwörtlich, Drachenpanzer machen irgendwie gefühlt auch ein Blizzard. Ja, ja, ein infernales Blizzard. Der hat auf jeden Fall gut gesessen, dieser Drachenpanzer. Ja, hat er. 2-3 noch, aber hier oben kommt jetzt nochmal ein Going-In hier von dem Maximus. Ja, aufs Nachschublager und das macht er gut. Immer schön aufs Geld gehen. Das tut ihm richtig weh, dem Gegner. Ja, dass man auch, da ist man auch maximal abgelenkt. Da muss man nämlich agieren. Da kann man keine Minute schleifen lassen. Ja, muss man auch maximal nachpushen dann, nach dem Push. So. Da ist ihm ja wortwörtlich hier vom Tod von der Schippe gesprungen. Die Tod von der Schippe gesprungen. So war das, ne? Ja, genau. Dem Tod von der Baggerschaufel gesprungen. Sieht man die ganzen Horchwagen, da kriegst du ja echt einen Rappel, ne? Mit den Salatschüsseln oben drauf.
Ja, die Salatschüsseln, ja. Kriegt man übrigens, kaufst du 3, kriegst du 4. Ich wollte gerade sagen, kaufst du 3, zahlst du nur 2. Ja. Ja. Irgendwie, das klingt logischer. Ich wusste, dass sowas rauskommt bei dir. Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Oh, da kommt Drop. Angeflogen. Irgendwas kommt da angeflogen. Ja, das andere weiß ich, das ist ein Bomber, aber was ist das links? Ja, da haben wir, Achtung, Blackbot noch. Der versucht auch noch was. Ah, mal sehen, was da runter kommt. Oh. Minen. Wieder direkt vor der Hütte. Da kommt das Bombardement. Ja, auf das Waffenhändler. Ja, zieht den aber nicht raus. Der war leider nicht hier durch die Mitte. Durch die glorreiche Mitte hätte er den jagen müssen. Aber dafür kommt Mentor und jetzt in der Mitte mit den Horchposten. Und wieder nur ein Drachenpanzer. Er hätte auch eben eigentlich merken müssen, mit Drachenpanzer kommt er richtig gut voran. Mal sehen, ob er die gleich ein bisschen mehr produziert, die Drachenpanzer. Und Props an den Maximus, er geht auf Upgrades. Er hat nämlich für die Feelingsgeschütze die Geschütz-Upgrades geholt für 25% mehr Bulletschaden. Ja, die braucht er aber auch. Er muss sich diesen Vorteil langsam erhaschen. Ja, und das braucht er definitiv, weil bei den Horchposten muss er durchrattern. Mit panzerbrechender Munition. Oh, ja, der Bunker. Da hat der Mentoron schon gemerkt, das wird schwierig. Übrigens, wo wir schon beim Thema Bunker sind, der Bunker ganz unten an der Brücke ist richtig fies platziert. Ganz unten an der Brücke? Ach, den meinst du? Ja. Den habe ich vorhin eben auch schon gesehen mit den Minen. Wunderbar platziert. Oben kommen die Mix. Mick-Geschwader. Ja, gehen auch direkt. Setzen die auf. Arbeiter in Brand. Ja. Let's burn it, baby. Burn, ja. Baby, burn. Ja. Aber die Mitte wird gleich interessant. Denn da verstärkt Maximus die Mitte auch schon. Und auch der Mentoron. Ja, er pusht ordentlich nach. Der kommt jetzt mit einem. Wundert mich, nur mit einem Gruppentransporter. Da kommt auch schon der erste Skatsturm jetzt links aufs Schlachtfeld. Und wir haben eine riesige Menge an Helixen unten rechts in Produktion. Ja, und oben, da fährt auch eine Menge nach oben. Euch Postenverbund mit den Gruppentransportern, ECM-Panzer und ein Drachenpanzer. Immer nur jeweils ein ECM und ein Drachenpanzer. Ich frage mich, wofür die beiden sind. Ja, das frage ich mich auch. Wenn die Drachenpanzer da ja gemerkt würde, sehr, sehr gut vorankommen. Die machen ordentlichen Flächenschaden. Und bei den wenig Amore, die Fahrzeuge der GBA haben, könnte er damit gut punkten. Das haben wir vorhin beim Match von No Mercy nämlich gesehen. Der Maximus rennt jetzt auf jeden Fall erstmal gegen eine Betonwand in der Mitte. Ja. Das ist zu viel Stahl in der Mitte. Was da losrollt. Achtung, Skatstellung. Skatwerfer, genau. Und der tut weh, gerade gegen Infanterie. Mit dem blauen Anthrax. Er muss direkt. Entweder hält er den Druck jetzt aufrecht oder verzieht sich jetzt ganz schnell. Ah, komm, die Mix. Die wollen nochmal supporten. Aber das macht er schön mit den Skatwerfern. Er geht zurück in den Tunnel und lässt sich völlig zerstören da gerade hoch. Kleiner Missblick. Ja, aber noch steht das Tunnelsystem und solange das steht, ist das noch ein Vorteil für Maximus. Der kann noch nachschieben. Wir gucken mal in die Mainbase. Da stärkt er jetzt auch welche rein. Die werden ja, aber gleich rauskommen. Hat aber ordentlich Skatwerfer hier gelassen. Ja, Tunnelsystem kurz vor Crash. Aber da kommt nichts mehr, um die rauszunehmen. Mal sehen, ob die Mix nochmal fliegen. Schade, er hat nämlich, als die Mix nämlich eben hier waren, nicht direkt reagiert. Er hätte unmittelbar nämlich auf das Tunnelsystem gehen können. Das war nämlich kurz sichtbar. Ja, wir haben auf jeden Fall heute einen sehr Mick-lastigen Stream und ich liebe es, ich liebe Mix. Ja, und hier oben versucht Mentoron nochmal über die Brücke, denke ich mal, gleich zu kommen. Um hier die Frontstellung von Maximus hier aus dem Match hier rauszunehmen. Ja, das erinnert mich so ein bisschen an Risiko, diese Isle of the Dragon. Wo man schön die Armeen von Kontinent zu Kontinent zieht oder von Land zu Land. Und so machen sie es auch hier bei Isle of Dragon. Der Mentoron zieht jetzt oben weiter in seinem Risikospiel und sichert sich jetzt die Insel da oben, die er gut zubunkern kann. Okay, wir machen jetzt ein rundenbasiertes Spiel. Ja. Okay. Das wäre jetzt auch interessant, denn ist nämlich Maximus jetzt am Schachzug. Ja, der hat jetzt da oben die Armeen drin, er braucht jetzt gute Würfel. Aber da ist nichts. Oh, die Mix in der Mitte wieder am Start. Machen ordentlich Schaden. Eine Mix noch verloren. Ja, aber immer noch das Tunnelsystem steht noch. Und solange das steht, hat er die Mitte nicht safe unter Kontrolle. Ja, und ich frage mich, ob Mentoron mit seinen drei Helixen für den Überraschungseffekt sorgen kann.
Denn der Maximus weiß noch nichts von den Nix. Von den Helixen. Nee, noch nicht. Richtig, Insta. Heute haben wir noch keine USA gesehen. Ich bin mal gespannt, ob wir heute noch USA sehen, meine Lieben. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Also das ist so ein Fluch, der lastet über diesem Kanal. Und er nennt sich keine USA. Irgendwie ja, ne? Also wir haben ja die Abstimmung mal laufen lassen, haben mal geguckt, wie viele und die meisten tatsächlich GBA Säure General. Ja, dicht gefolgt von dem, oh, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, ich glaube irgendwas mit China. Meinst du, das war China? Ich weiß die Abstimmung nicht mehr, ich habe die nicht archiviert. Ich habe sie gleich sein lassen, weil das für das Entwicklungsgespräch der Liga einfach schon mal hinfällig war, weil... Ja, mit einer Fraktionswahl würden wir nicht weiterkommen, wenn wir das an der Season mit einbauen. Aber es war ein Amerikaner. Es war der Laser oder Superwaffen, einer von beiden. Ja, Scud-Stellung, Scud-Sturm gleich bereit in 2,5 Minuten. Ja, oben bahnt sich jetzt eine rote Schlange über die Brücke. Ja, da kommt aber schon Gegenwehr, aber nicht viel. Die Brücke hat übrigens ihren Ruf weg. Dieses Spiel kennst du, glaube ich, noch gar nicht, weil ich es eben erst hochgeladen habe auf deinem Kanal. Die Brücke oben hat ihren Ruf weg, weil die hat sehr viele Panzer auf ihrem Gewissen. Oh! Da hatten wir nämlich ein Match im Liga-Stream, im letzten Mittwoch-Stream. Und diese Brücke hat, glaube ich, über 150 Panzer genommen. Achtung, Scud-Stellung. Ja. Oh, die sitzt. Die hat gesessen. Und da die ist aktuell ohne Fokus. Heißt, er kann die Logger... Schade, er hatte gerade noch eine Rakete drauf, hätte er gleich losschießen müssen. Jetzt wird's eng. Ja, er hätte mit dem Antrax nachschießen müssen. Aber hat trotzdem seinen Schaden gemacht. Jetzt oh, durch die Mitte. Maximus auch mit vollen Angriff durch die Mitte. Was ja, ist da denn los? Mentoran oben links. Mentoran wird oben links zerschellen. Aber was macht Maximus draus? Das zerlegt auf jeden Fall den Artillerieturm und geht jetzt aufs Nachschublager, was leer gemint ist. Gut für den Mentoran, der jetzt nachsetzt mit seinen Panzern. Und werden diese Helixe aufgedeckt? Das ist die Frage. Noch sind sie im Verborgenen. Er muss sie jetzt nach unten schicken, die Helixe. Dann jetzt werden sie aufgedeckt. Gleich geht der Überraschungseffekt flöten. Boah, die Helixe könnten so viel reißen, ne? Können da oben alles auseinandernehmen. Das Scud-Sturm schießt übrigens gleich. Eieieiei. Ah, die Mix. Mal ab in die Versenkung. Wurden mal eben kurz runter geblecht. Ja. Nur noch Altmetall jetzt. Also, Mentoran unten links steht da echt massiv. Oben links hat er jetzt verloren. Da ist er zerschellt. Ja. Vorausgesagt. Und ja. Maximus, sein Angriff ist jetzt auch nicht ganz durchgekommen, hat aber trotzdem immensen Schaden gemacht. Achtung, Arti wurde losgeschossen vom Mentoran. Ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht nochmal in die Mitte gehen geht. Und er hat sich keinen Gefallen getan, dass er nicht den Fokus weiter in die Mitte getan hat, der Mentoran. Denn das Tunnelsystem ist ausschlaggebend. Ja, und wir können sehen, dass Mentoran Rang 5 ist. Maximus ist auch gleich Rang 5 und das wird bedeuten Schleichangriffe. Da braucht er die Helix und nix, der Mentoran. Ja, und hier Arti. Schön, die MP. Und ihr. Ja, schön. Bei 0 Sekunden. Da hat er richtig Glück gehabt. Die wäre schussbereit gewesen. Ich bin gespannt, ob er die gleich direkt losjagt. Also und mit dem Mix könnte er sie jetzt noch zerstören, diesen Scud-Sturm. Ja, da kommt aber auch schon was nach. Mal sehen, das wird eine ganz haarige Geschichte. Da kommt nämlich jetzt ein schönes Flugzeug gleich. Ja, aber es zerstört keinen Scud-Sturm. Das ist ein Minendrop. Nee. Der Scud-Sturm ist auch schon zu weit wieder repaired. Ja. Ja, nee, das wird nichts. Der Scud-Sturm, der geht jetzt in Stellung. Helixe immer noch in Stellung, wo wir schon beim Wort sind. Sie bewegen sich nicht. Nee, ich bleib mal dran hier an dem Scud-Sturm und bin gespannt, ja, bleib mal dran, ob der zum Einsatz kommt oder nicht. Ich glaube, er wird ein paar Helixe zerstören. Wenn er sie sieht. Weil die Helixe fliegen jetzt los. Die sind auf dem Weg. Die machen sich unten auf dem Weg hier. Das ist gut. Sie müssen eingesetzt werden. Ich frage mich, ob Maximus von der Existenz weiß. Ich denke nicht. Ich denke nicht. Aber er tunnelt. Also er kann reagieren, hat viele Vierlingsgeschütze. Er kann also gut auf die Helix reagieren. Lässt die Helix aber jetzt in der Mitte jetzt stehen. Scud-Sturm immer noch nicht. Los, ich denke mal, er hält die als Backup. Also ich persönlich würde die auch eher als Backup. Nee, er schießt jetzt los. Dann bleib mal dran da. Ups. Wo hat er denn? Ups. Wird er die Mix zerstören? Oh, wohin? Wohin?
Die sind dran. Die Oh, yo. Und die Nuklearrakete da oben. Erwähnt. Das war ein mieser Turn. Ey, Falter. Richtig Alter. Guter Shot. Richtig guter Shot. Das waren 8 Mix, eine Nuklearrakete und ein Kraftwerk. Meine Güte, also der war gut. Der oder war kommt, definitiv gut. Oder kommt Maximus direkt mit der Verstärkung. Lässt nicht lange auf sich warten, hat er erfolgreich hier an der Eco auch noch was gemacht. Ja, das muss man auch sagen. Hat die Mix auch noch mal rausgenommen. Also straighter Move hier. Jetzt muss Maximus aber Gas geben und sich die Vorteile jetzt hier auch rausspielen. Und das tut er auch. Und ich finde diese Einheitenkombination von Maximus einfach genial mit den Scud-Stellungen noch im Hintergrund. Ja, dass sie die Scud-Stellung noch mal nimmt. Ist sogar ein sehr, sehr guter Move. Weil die sind tatsächlich nicht so oft gesehen. Ja, auch gegen Infanterie-General, gegen Cyber-General, ist das gut. Ja. Ist das der wirklich chillt, gut? Da chillt übrigens ein Jarm Kell oben am Strand sein Leben. Hast du ihn schon gesehen? Was macht denn der da oben? Was macht der Raketenbuggy da oben? Ja, ja, da habe ich gerade im Fokus. Was macht der da bitte? Und jetzt kommt er zurück. Kamikaze direkt rein. Ja, direkt rein, ey. Der hat sich richtig drauf vorbereitet. Trau ich mich nicht. Oh, jetzt von hinten rechts. Ey, Falter. Auch wieder mit der Scud-Stellung. Ich würde sagen, das war's für Mentoron. Ja, ich denke auch, dass es GG sein wird. Weil unten links, wenn man sich das mal anschaut, was er da auch noch hat, und nachschiebt durchs Tunnelsystem. Boah. Okay. Das wird das Ding sein, ja? Da kommt einfach viel zu viel nach. Ja. Das ist eine never-ending Story hier. Boah, noch schön auf den Ölturm drauf. Ja, das ist ja, eine geklatschte hier. Das ist, also von links und von rechts. Macht richtig den Buddy hier. Geht der Maximus hier rein und gibt ihm mal so eine schöne Bud Spencer-Schelle. Oh Mann, da kommt. Und die Scud-Stellung von hinten, mega, wie die einfach mal hier ordentliches Backup geben nochmal zu setzen. Schöner Bomber noch in der Verteidigung, reißt einiges an Panzern mit. Ja, aber dennoch immer noch genug übrig. Die Hacker stehen da am Strand und denken sich bloß nicht bewegen. Wenn sie uns nicht bewegen, sehen sie uns nicht. Richtig. Ja, das war dominant gewonnen vom Maximus. Sauberer Schachzug. Ja, Schachmatt. Ja, oben probiert's Mentoron nochmal mit Dagmannenzentrale. Aber das wird ihm jetzt auch nichts bringen. Cancelt sie auch. Nee, hat er schon gemerkt. Denk mal, dass er gleich GG schreiben wird. Wobei, schade, dass er, ja, er schreibt GG. Schade, dass er die Helixe nicht genommen hat. Sie sind ja, ach, auf die habe ich mich gefreut. Ich schade, auch. Dass sie nicht, schade, dass sie nicht zum Einsatz gekommen sind. Weil ich mag die Helix unwahrscheinlich gerne und da sieht man so richtig schöne Movements von denen. So, wir holen die beiden mal rein und dann checken wir mal ab, was sie zu sagen haben. Ich hab keine Ahnung. Hi, hi. Hi. Na, hallo, meine Lieben, servus. Wie habt ihr das Spiel genossen? Jo, war ein spannendes erstes Spiel für mich nach längerer Zeit wieder. Ich habe eigentlich geglaubt, dass ich im Nachteil bin. Aber es hat sich zu meiner eigenen Überraschung herausgestellt, dass ich jetzt doch irgendwie der Bessere war. Ja, du hast den Mentoron in eine, sagen wir mal, in eine Falle gejagt. War gut dabei und wir haben auch nicht mitgekriegt, dass du hinten so viel schon nachproduziert hattest und dann mit dem Schleichangriff hast du ihm den Gnadenschuss gegeben. Ja, der war böse zum Schluss, ja. Der war hinten auch ins Herz sozusagen. Richtig. Aber wunderschön gespielt, auch gerade mit den Scud-Stellungen. Das war wirklich ein schönes Spiel von dir. Dankeschön. Der war auch böse. Der hat richtig gesessen, der Scud-Sturm, meine Lieben. Der hat richtig gesessen. Ich wollte mir den Mix eigentlich gerade in die Mitte fliegen und seine Panzer rausnehmen. Aber so weit kam es nicht mehr. Warum hattest du eigentlich Ups geschrieben? Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe einen Bombenteppich in meine eigene Base gejagt, aus Versehen. Ich hab Nein, wir haben es verpasst. Der hat nur 3 Panzer erwischt oder so, nichts Wildes, aber trotzdem. Ah, wir haben es verpasst, schade. Ah, wunderbar. Gut, dann lass uns mal zum nächsten Spiel kommen. Nochmal GG hier an den Maximus.